Wir sind's, Manorin und Peter Pool. Und nach dem Intro sprechen wir über den neuesten Streich von Marvel, Schrägstrich Disney. Bis gleich. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Willst du mal gehen? Moin, Prost, Servus und Hallöchen, Popöchen. Hallo. Wird's jetzt lustig, oder was? Jetzt wird's so lustig und so spaßig wie eben im Kino. Und wie die ersten beiden Deadpool-Teile. Vielleicht. Wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Die Pressevorführung haben wir uns geschenkt, denn die lief so knapp, so knapp 24 Stunden vor der Premiere am Mittwoch. Also da lohnt sich dann auch nicht, sich das anzugucken. Da gucken wir doch lieber eine OV-Vorstellung mit 200 Leuten oder so. Ja, und vor allem in 3D. In 3D mit 200 Fans und holen uns ein bisschen Stimmung ab. Ja, und der hat ordentlich Stimmung gemacht. Es ist der erste Film im MCU, der mal wieder für Stimmung gesorgt hat. Ja, ne, lang gab es nichts Gutes mehr. Ich habe auch viel nicht mehr gesehen. So She-Hulk-Serie, diese Marvels-Serie, The Marvels nicht geguckt. Das habe ich alles geskippt, ausgelassen, wie man auf Englisch sagt. Und dann Wakanda Forever nicht mal gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe das zuletzt alles nicht mehr so interessiert. Und da musste schon der Deadpool vor allem zusammen mit Logan dann kommen. Die Trailer haben schon echt heiß gemacht. Auf jeden Fall. Und sahen nach einer Menge Spaß aus. Wir reden erstmal so ein bisschen über den Film. Kurz. Worum es geht, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Mhm. Schätzen, ordnen das ein, schätzen das ein. Schön spoilerfrei. Und danach gibt es einen kleinen Spoiler-Teil. Obwohl ich natürlich wie immer der Meinung bin, so viel kann man jetzt da auch nicht spoilern. Aber im Spoiler-Teil wird es dann auch um Cameos gehen, ja, die euch dann überraschen könnten eventuell. Ja, und vor allem, da habe ich dann auf jeden Fall immer mal wieder gestaunt. Deshalb sollte man das auf jeden Fall skippen. Aber wir werden ja auch ein Fazit davor schon geben. Ja, da wir natürlich ein bisschen später dran sind, also das Video kommt ja, nachdem der Film ein paar Tage läuft, habt ihr vielleicht schon die Chance gehabt, könnt ihr euch das ganze Video reinziehen. Ansonsten erstmal ist die Frage, worum geht's denn hier? Ja, es geht darum, dass, wie heißt es denn nochmal? Deadpool. Nee, der hat ja nicht auch einen bürgerlichen Namen? Wade Wilson. Ja, genau. Der ist, der hat sich für einen Weg entschieden. Und zwar hat er quasi seine Weste an den Nagel gehangen und lebt jetzt das Leben eines Autoverkäufers. Obwohl er eigentlich ein Avenger sein möchte. Genau. Aber seine Zeitlinie, wir sind ja mittlerweile im Multiverse. Genau, das ist ja nicht neu. Die TVA spielt hier eine Rolle, die wurde ja eingeführt, da bei Loki zum Beispiel. Genau. In der Serie. Und sein Universum steht auf dem Spiel, kann man sagen. Seine Timeline. Richtig. Und okay, jetzt ohne zu viel zu sagen, ist glaube ich, mit Wolverine hätte er eine Chance, da was zu retten. Genau. Und dann muss er halt gegen X bis Z Gegner antreten. Ja, da kommen eine ganze Menge Figuren auf den Plan. Alle, die ich kenne sogar. Also das heißt, man wird sogar abgeholt, selbst wenn man nicht unbedingt sehr comicversiert ist. Sogar die Oldschool-Marvel-Gucker, also nicht mal die Comic-Leser, ja, sondern die Leute, die vielleicht Marvel-Filme von früher kennen, die werden auf jeden Fall so den ein oder anderen Inside-Gag erspähen. Aber natürlich auch die Comic-Leser haben wieder viel zu gucken. Mhm. Und das ist ziemlich flott inszeniert. Der Film geht 2 Stunden. 7 Minuten. Und der haut auf die Fresse. Wenn wir anfangen mit Deadpool 1, der war ja eher so ein kleiner Indie-Film, ne, so sehr limitiertes Setting. Mhm. Kaum irgendwelche anderen Marvel-Figuren dabei. Mhm. Der zweite hatte dann schon wesentlich größeres Budget. Mhm. Mehr Leute zu bieten. Genau, konnte dann ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, was er auch getan hat. Alles höher, schneller, weiter. Hat dann das Prinzip wunderbar gegriffen, was natürlich auch am Erfolg des ersten Teils lag. Mhm. Eigentlich sehr, sehr clever gemacht von Ryan Reynolds, ne? Also irgendwie wurde ja so dieses Test-Footage, dieses Testmaterial wurde ja geleakt von irgendwem, man weiß es nicht. Von ihm selbst. Und daraufhin wurde dann Deadpool 1, ne, also hat ein grünes Licht bekommen und dann war das ein Riesenerfolg und dann natürlich Teil 2. Ja. Und jetzt kommt der dritte, der nochmal ordentlich einen draufsetzt. Also ja, alles in den Schatten stellt, was es bis jetzt gab. Ja, also so auf jeden Fall im Deadpool-Universum und vor allem genau
Im Multiverse. Im Multiverse und in den letzten paar Jahren. Also er bietet natürlich alles, was Deadpool so zu bieten hat. Ja. Sprich Meta-Ebenen ohne Ende, vierte Wand durchbrechen. Sprüche. Blöde Sprüche am laufenden Band. Mhm. Und auch eine ordentliche Schippe Brutalität. Ja, und sowas von. Das ist schön, der hat eine FSK 16 in Deutschland erlangt. Das muss man sich mal reinziehen. Solche Filme hätten früher niemals eine FSK 16 bekommen. Aber der ist ja, also man sieht ja, dass der nicht ernst gemeint ist, dass das eine Satire mehr oder weniger ist. Ja, das könnte man bei Braindead auch sehen. Ja, mittlerweile würde man das, glaube ich, auch sehen. Ja, das wäre zu wünschen, ja, auf jeden Fall. Und der braucht wahrscheinlich einfach nur eine Neuprüfung. Ja, wenn das alles immer so einfach wäre. Genau. Aber das ist genau auch so ein Punkt. Ne? Ich habe das gesehen und natürlich ist es lustig. Das ist Gewalt, über die man lacht, weil es genau halt überspitzt, itchy und scratchy Gewalt ist. Ja. Ja, nur weil das halt echte Darsteller sind. Aber hier hat man das erkannt und das hat mich dann gefreut. Ne? Mhm. Das haben auch dann einige im Kino gelacht. Ja, gefeiert und wurde das. Wie an erster Stelle? Ja, natürlich. Wir haben halt alles übertönt, aber Stimmung für alle gemacht. Auf jeden Fall. Und das ist spaßig inszeniert. Ich fand vor allem die erste Szene, sag mal so die Szene, in der die Credits laufen, also gezeigt werden am Anfang, das 3D, top. Ja, ja. Ist aber auch tatsächlich so eine der wenigen Szenen, in denen das so richtig geil zur Geltung kommt. Es gab dann noch eine Szene, einen etwas größeren Kampf, wo man so zumindest das Gefühl hatte, dass das da noch halbwegs genutzt wurde. Aber über die erste Szene geht halt nichts. Ja, yep, und die war auch schon sehr unterhaltsam. Die hat schon auf jeden Fall so die Tonalität und die Messlatte dahin gesetzt, so von wegen, was es zu erwarten gibt. Aber eigentlich setzt der Film später dann sogar noch ein paar Mal drauf. Er setzt einen drauf, aber trotzdem ist es schon eine gute Richtung, weil der splattert ordentlich. Genau, die Richtung, ja. Der ist lustig und bricht da ja schon mehrere Wände, wortwörtlich, weil die auch wirklich durch so die werden häufig durch die Gegend geschleudert, ja. Sehr viele Crotch-Shots im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist wahnsinnig, es ist bemerkenswert, wie viele Ärsche und Geschlechtsteile hier bewundert werden. Bewundert, aber auch vermobbt werden. Ja. Also die werden getroffen. Also da ist der Film macht vor wenig Halt. Der Film hat, sagen wir es mal. Das ist das. Und er macht sich bewusst, das ist natürlich diese Meta-Ebene über Disney und Fox und so weiter, lustig, aber nicht nur das, sondern macht sich halt auch bewusst über die Woke-Szene lustig. Auf jeden Fall. Über alles, was irgendwie... Ist nicht zu viel. Nee, aber auch lustig, weil es halt ein Gag ist. Und so. Und es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Menschen hier zu diskreditieren oder runterzumachen, sondern einfach zu inkludieren. Ne? Ja, so gesehen schon. Ja, Menschen mit Behinderung oder weiß ich nicht was. Und es sind halt Witze. Ja. Das ist ja alles lustig gemeint. Und ne, wer Ryan Reynolds ein bisschen kennt oder vor allem Deadpool kennt, der weiß, dass das halt, das sind halt einfach Gags und dann ist gut. Genau. Es ist ein Film, es ist ein fiktives Produkt. Da passieren ein paar Gags und ich lache da herzlich drüber. Ja. Er ist ja schließlich auch Marvel Jesus. I am soaking wet right now. Es ist der Held, auf den Marvel gewartet hat. Und ich sag dir ganz ehrlich, Deadpool ist tatsächlich für mich ein Savior. Ein Xavier Naidoo. Nee, ein Retter fürs MCU. Ich meine, man weiß ja schon, was so die nächsten Jahre eventuell kommt. Ne? Tatsächlich so ein Avengers 5. Ein Captain, hier ein, wer ist er? Nicht Captain America, sondern, ja doch, der heißt Captain America. Captain America, ja. Und solche Geschichten. Aber ich finde, der hat auch mal wieder leicht frischen Wind reingebracht, weil er originell ist. Und das weil er leichtfüßig erzählt ist. Stimmt, genau. Das war nämlich auch das, was mir als erstes durch den Kopf gegangen ist. Der bringt wieder die Leichtfüßigkeit in dieses Franchise rein. Der ist herrlich unverkrampft. Ja. Weil er aber auch natürlich durch diese Metafigur und so kann er halt auf alles scheißen. Und das macht er halt auch. Und der geht da hin, wo es weh tut. Jetzt nicht nur von der Gewalt her, sondern eben auch hält. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht den Studios auch manchmal so den Spiegel vor, so für gewisse Entscheidungen. Mhm. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand sich gedrosselt hat oder zurückgehalten hat. Ja. Und ich hasse das nämlich, wenn ich merke, dass ein Film, wir haben ein Video aufgenommen zu Mission Impossible 2, der extra für ein PG-13-Rating gekürzt wurde. Ich mag das nicht, wenn ich merke, dass ein Film sich extra zurückhält, aus kommerziellen Gründen. Ja.
Und hier ist das halt überhaupt nicht der Fall. Ich habe wirklich das Gefühl, also Sean Levy hat den inszeniert, aber Ryan Reynolds und Co. und Marvel und Disney, die haben überall grüne Lichter gegeben, haben gesagt, ja komm, macht halt. Mhm. Und einfach mal alles rausgefeuert. Ob man das alles immer toll, geil und lustig findet, ist ja die andere Sache. Aber alleine, dass sie es einfach machen, wird den Comics auch gerecht. Ja. Das finde ich super. Da kann ich ja nicht mitsprechen. Da kann ich jetzt ja nicht wirklich mitreden, ne? Aber wo ich auf jeden Fall meinen Senf zugeben möchte und glaube ich auch kann, ist, dass Wolverine auf jeden Fall ein geiler Gegenpool zum Deadpool ist, weil er hier auch wieder ein ziemlich abgefuckter, Whisky-saufender Zyniker ist, der mit Ryan Reynolds als Deadpool auch eine wunderbare Chemie aufbaut. Das ist einfach ein Duo, dem wir gerne folgen. Ich würde sagen, ich glaube, Wolverine, Hugh Jackman ist auf jeden Fall hier auch so ein emotionaler Anker, weil der hat ja dann tatsächlich im Gegensatz zu Deadpool dann auch, wobei es eigentlich Deadpool darum geht, seine Familie zu retten. Ja, es ist schon auch ein bisschen ein egoistischer Grund von Deadpool. Ach so, ja, natürlich, klar. Ja, ja. Aber das ist dann, glaube ich, auch wieder so dieses, das Ironische. Ja. Aber Wolverine hat eine größere Last auf seinen Schultern. Genau, und das ist halt, also ihm gönnen wir dann halt auch, dass er irgendwie dann, sag ich mal, in der Familie aufgenommen wird oder dass er zumindest einen Purpose hat, dass dem auch so ein Meaning im Life gegeben wird. Jetzt rede ich auch schon wie die Kids im Kinosaal, meine Fresse. Ja, ja, ja. Wir haben den Film natürlich im Original gesehen und deswegen seien uns ein paar Anglizismen vergeben. Danke. Dass Deadpool und Wolverine so gut zusammenpassen, also die sind ja in Comics auch schon ein paar Mal aufeinander getroffen, aber gut, wer ist in Comics noch nicht aufeinander getroffen? Ja. Das liegt erstmal an den Figuren, an den Charakteren. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt die Freundschaft zwischen Ryan Reynolds und Hugh Jackman da reinspielt, ist mir eigentlich auch relativ egal, aber die harmonieren super. Auf jeden Fall. Es macht einfach Spaß und dazu also ich fand den Soundtrack, den Score fand ich ganz gut. Auf jeden Fall. Aber den Soundtrack auch. Ja. Also die Pop-Songs, Madonna, die gewählt wurden. Was hatten wir noch alles? Green Day, AC/DC. Ah ja, stimmt. Ah, ja. Hell's Bells von AC/DC in einer sehr coolen Szene. Mhm. Und ja, also sie halten uns natürlich auch immer wieder vor von wegen so, hey, das ist jetzt für die Fans. Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. It's not gonna be easy. Baby Knife, you shoot the double, you take him down. Side control, then full mount and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. So fühlt sich das halt auch an. Das ist schon Fanservice Deluxe. Mhm. Aber warum nicht? Ja. Also endlich mal wieder. Ja. Warum denn nicht? Power of Love spielen sie. Ja, nee, nicht stimmt. Power of Love. Doch. Back in Time, oder? Ist es Power of Love? Ich dachte, es wäre Power of Love. Ja, das ist Power of Love. Nee, es ist Back in Time. Es sind coole Songs, aber ich finde auch der Score ist cool. Ja. Der ist auch passend, der kommt dann auch episch. Es gibt natürlich zig Anspielungen, da können wir gleich dann drüber sprechen. Mhm. Aber ich kann einfach insgesamt sagen, ich hatte halt hier durchweg Spaß. Mhm. Es sind natürlich viele Gags, es wird viel aus allen Rohren gefeuert, wie ich es eben gesagt habe. Ne? Das kann dann irgendwann, kommt vielleicht nicht alles dann hundertprozentig an, aber es gibt immer wieder was zu gucken, es gibt was zu entdecken, es gibt genügend Kämpfe. Ich fand es einfach geil. Also ich hatte wirklich einfach 2 Stunden, das ist für mich Hirn aus Kino, das hat Spaß gemacht. Als Film, ja keine Ahnung, aber als Comic-Verfilmung, das ist die Essenz vor allem der Deadpool-Comics. Mhm. Und da sind noch so viele andere Momente drin. Ich sagte, das ist der feuchte Traum eines jeden Marvel-Nerds. Mhm. Und ja, so hatte ich mir das eigentlich mit dem Multiversum ja vorgestellt. Yeah. Ich war ja jemand, der das immer gefordert hat. Mhm. Ne? So macht es ein bisschen wie in den Comics. Und dann war der Weg, den sie gegangen sind, hat nicht die meisten, also zu Recht auch nicht zufriedengestellt. Mhm. And this is the way, sage ich jetzt mal, ganz Disney-mäßig. So sollte man es vielleicht machen. Ja, ohne zu viel zu verraten, geht er ja einen ähnlichen Weg, wie auch schon ein DC-Film gegangen ist. Wie ich finde, halt nur nochmal einen Ticken geiler. Ja, ja, alles nochmal auf 11 gedreht. Genau, und ich muss sagen, ich habe den Film mehr als genossen. Ich fand den kurzweilig, ich fand den in jeglicher Hinsicht ein super Unterhaltungsfilm. Der Film sieht im Vergleich zu den ersten beiden auch viel, viel besser aus. Mhm. Also merkt man wirklich, auch so die Effekte sind nochmal besser.
der ist auch richtig gut gemacht. Ja, genau. Ne, beim ersten Deadpool und beim zweiten. Man hat immer hier und da noch mal was ne, so gemerkt, was vielleicht ein bisschen unrund gelaufen ja. ist, ne, was die CGI-Arbeit oder so diese Komposition zwischen CGI und plastischen Effekten angeht. Hier fand ich es teilweise nahtlos, also ja. gerade in bewegten Bildern. Ja, auf jeden Fall. Also von daher, absolute Empfehlung. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Film, den man auf der Leinwand sehen sollte. Sprache, würde ich persönlich sagen, ist egal. 3D, würde ich sagen, hat jetzt, glaube ich, nicht so den Riesenmehrwert, aber es gibt halt schon die eine oder andere Szene, die sich dann eventuell lohnt, besonders halt die Eingangsszene. Und ansonsten kauft euch ein Ticket, schaut euch den Neustart des MCU an. Schaut euch an, wie Marvel Jesus das Marvel-Universum rettet. Auf jeden Fall. Und also das dann, MCU. Und dann vielleicht ein paar Jahren dann auch final mal zerstört. Deadpool Kills the Marvel Universe genau. ist ja auch ein Comic, das ich auch meinen eigen nenne. Absolute Empfehlung an der Stelle. Ja. Für diejenigen, die jetzt ausschalten, vielen Dank für Daumen, für Abo und so weiter. Lasst auch gerne mal ein Patreon-Abo da. Und ansonsten kommen jetzt Spoiler. Bitteschön, Peter. Xaviers Schwester. Ich fand, die sah mega digital aus. Ich weiß nicht, wer die okay. Schauspielerin ist, aber das ist mir total, ich fand das total mechanisch, deren Bewegungen und so. Vielleicht war es auch gewollt. Das weiß ich nicht, da kann ich nicht viel zu sagen. Aber damit haben wir jetzt auch schon mal einen Multiverse-Vorteil. Geil finde ich es dann, die ganzen Iterationen, die vorkommen. Also abgesehen davon, dass wir durch das Multiverse dann auch super viele Figuren in mehrfachen Ausführungen sehen. Genau. Also Wolverine zum Beispiel. Ja, oder auch Deadpool in vielen verschiedenen. Ja, also es war schon geil. Das wird ja angeteasert, das Deadpool Core. Das gibt es ja auch in den Comics und yeah. Wenn es dann wirklich auch kommt, geil. Mega. Ja, also habe ich mich ein bisschen eingenässt. habe ich gemerkt. Es gab viele so Momente, bei denen ich echt gedacht habe, so, nee, krass. Weil ich glaube, man erwartet schon, dass die was bringen, weil das gab es in den anderen Filmen ja auch. Yeah. Mit Deadpool 2 zum Beispiel, das mit dem, dass er da die Timeline, die Zeitlinie da verändert und dass er halt den alten Deadpool aus Origins tötet und sowas. Ja. Ne? Das sind auch Momente, mit denen man nicht rechnet. Aber hier waren so viele Comic-Momente, weil wir hatten vorher gesprochen, so was erwarten wir. Du hast gesagt, du würdest gerne den Hulk sehen. Und Beast. Genau, den haben wir nicht bekommen. Ja. Aber ich habe gesagt, ich fände es auch cool, wenn es zumindest mal den gelb-braunen Anzug zu sehen gäbe. Weil das ist ja der, mit dem ich Wolverine damals kennengelernt habe. Okay. Gar nicht mal dieser blau-gelbe X-Men-Anzug, sondern der gelb-braune. Und wir sehen das hier und Deadpool sagt dann ja auch noch von wegen so, ey, hast du in dem nicht den Hulk bekämpft? Und wir beide kennen ja diese animierte... den Animationsfilm. Ja, genau. Ja. Und das war dann cool. Das war natürlich auch nur für ein paar Sekunden, aber das war für uns dann auch so ein Nerd-Moment. Ja. Ich hätte natürlich dann gerne einen kurzen Kampf zwischen denen gesehen, aber das wäre dann auch schon wieder zu viel gewesen, weil man muss ja auch nicht sein komplettes Feuer verschießen in so einem Film. Ja, also wir haben ein paar Varianten gesehen. Henry Cavill als Wolverine fand ich auch krass. Ja, aber geiler ist, finde ich, dann halt auch noch dieses Meta, wenn sie dann halt einen Chris Evans als Human Torch bringen. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ja. Aber das war ja nicht das Einzige. Weil in der Void, in dem die sind ja die ganzen Figuren, die von denen es Marvel-Filme gibt, aber die nicht mehr auftauchen. Ja, genau. Ne? Also, ersetzt haben durch andere, genau. Bis auf Blade, den hat man bisher noch nicht ersetzt. Ja. Worüber sich Wade Wilson macht sich ein bisschen lustig. Aber Wesley Snipes auch, ja, stimmt. Ja. Das war für mich ein krasser Moment. Habe ich nicht mitgerechnet, dass wirklich Wesley Snipes nochmal als Blade auftaucht. Und was ich auch nicht glauben konnte, ist, dass ich der Einzige war, der über den Spruch Motherfucker still trying to skate uphill gelacht hat. Da habe ich gedacht, okay, bin ich der Einzige, der Blade kennt? Oder also den Film? Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Ich habe es da nicht so mit Zitaten, aber ich glaube, es liegt wahrscheinlich am Alter. Vielleicht am Alter, ich bin sehr alt. Oder vielleicht auch daran, dass ich ihn vor kurzem erst wieder gesehen habe. Ja gut, okay. Nee, aber das ist schon ein sehr beliebter Spruch, ein sehr bekannter Spruch. Kann auch sein, dass viele den nicht so vor Augen haben. Wenn du ihn jetzt nochmal ausgesprochen hast, kommt er mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja. Aber in einem Quiz hätte ich wahrscheinlich selbst mit drei Antworten vielleicht sogar noch das Falsche getippt. Wer war Gambler? Gambit. Gambit. Channing Tatum. Ja, okay, habe ich noch erkannt.
Ja. Da haben sie sich ja, hat er sich ja über den Akzent, den er da an den Tag gelegt hat, ein bisschen lustig gemacht. Fand ich auch super. Ja, das war auch durchweg cool. Überhaupt diese ganze Truppe da. Da ist schon mein Nerdherz gehüpft. Und wenn halt Wolverine, also wenn er dann am Ende wirklich die Maske noch aufzieht, ja, auf jeden ich habe das irgendwann komplett, ich habe das gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gemerkt, dass sich was in deine Hose regt. Also ganz ehrlich. Puh. Und du saßt ja auch bei mir um Schoß. Deswegen ist kein Wunder, dass du das merkst. Aber, es ist ja so, dass der ich habe das bei den ganzen Trailern so habe ich noch gedacht, so, das wäre so cool, wenn sie die Maske noch bringen. Und wahrscheinlich tun sie das auch und hin und her. Und ich habe während des Films überhaupt nicht mehr daran gedacht. Ja, das ist so geil, weil es so spät kam. Ja, und weil da so viel passiert. Ja. Und dann, bevor die gegen das Deadpool-Corps antreten und dann zieht er die Maske. Wie geil ist denn das bitte? Ziemlich. Ja, Nerdgasm. Also auf jeden Fall, das sind die Momente, für die man dann ins Kino geht, die man dann auch so... Aber die kann man halt auch nur einmal richtig abfeiern, ne? Ja gut, in dem Moment, wo du es halt siehst, ne? Aber ich finde, der hat sowas halt auch immer, der hat das halt auch schön genutzt. Er hat halt das immer in den richtigen Momenten eingesetzt, sodass du halt sehr viele Höhepunkte hattest. Auch unabhängig davon, ob du damit aufgewachsen bist oder ob du da mit irgendwas Krasses verbindest oder wie sehr du das abfeierst. Ich fand den Moment halt auch geil, weil es einfach cool aussieht. Ich mag, dass es auch Ryan Reynolds da anscheinend viel mitzureden hatte und dass er sich so über sich selbst lustig macht, dass seine Frau mitgespielt hat. Also es gab ja schon die Gerüchte. Ist es Blake Lively? Aber ich fand es dann auch komisch, dass sie die Maske nicht abgezogen haben. Das fand ich komisch, dass sie den Moment dann nicht auch wirklich noch ausgekostet haben. Es gab aber schon Bilder von den beiden am Set. Ne? Aber ist ja auch egal. Aber seine Frau kann ihn auch mal im Set einfach so besuchen. Ne? Ja. Ich meine, das Gute ist, dass der Film jetzt nicht nur von diesen Momenten lebt, aber er kann, also Deadpool und Wolverine zelebriert das halt wie kein anderer Film bisher. Und es gab schon so Filme wie Spider-Man, No Way Home und es gab Infinity War und Endgame, ne? Aber die haben ja hauptsächlich Figuren gebracht, die man schon kannte, die etabliert waren. Ja. Und hier werden einige zurückgeholt. Wie gesagt, ne, Johnny Storm ist natürlich. Also lustig, vor allem wenn man denkt, dass es Captain America ist. Also damit auch noch zu spielen mit dieser Doppeldeutigkeit, weil Chris Evans zwei Figuren gespielt hat. Und was ich auch noch cool fand, während der Credits, keine normale Mid-Credits-Scene oder so, sondern also natürlich sehr kitschig zu Good Riddance von Green Day, dann so diese alten Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Interviews von allen X-Men-Filmen und Ich habe die Tränen gesehen in deinen Augen. Ja, ich hatte schon so eine kleine Träne im Knopfloch. Da werde ich emotional bei solchen Momenten. Ja. Was noch wichtig ist, also es hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass also alles, was nach Deadpool und Wolverine geht, jetzt irgendwie anders weiter. Mhm. Die Sache ist nur, es hat sich ja für die jetzige Timeline eigentlich nichts geändert. Ne? Also nach dem Film ist vor dem Film. Es gibt keine... Also oder, ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt wirklich bringen mit... Das haben sie offen gelassen quasi, dass Deadpool und oder Wolverine in der Form zusammen nochmal auftauchen können oder einzeln auftauchen könnten. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Wolverine nochmal auftreten wird. Ich glaube, dass... Oder ich hoffe zumindest, dass Deadpool dann zumindest noch so ein paar Side-Stories, sag ich mal, kriegt. Ja, okay. Ja, wäre natürlich zu wünschen, also vor allem, wenn das halt in der Qualität weitergeht. Ja. Ne? Also man kann natürlich man muss auf den Humor stehen und so, ne? Man kann diese Gags auch totreiten, irgendwann ist es vielleicht auch nicht mehr lustig. Das mag sein, es war jetzt so ein frischer Wind. Schon ein bisschen überraschend, dass quasi es wahrscheinlich keine krassen Auswirkungen auf den Rest des MCUs hat. Ja. Wir haben zwar gesagt, er hat das MCU gerettet, aber hat zumindest mal wieder Lichtblick. Ja, das würde so kann sagen. Es, so kann Marvel auch mal wieder Spaß machen. Hört auch gerne mal in den Podcast rein. Schaut gerne alle unsere Videos. Empfehlen Sie uns weiter. Wir sind, waren und bleiben auch in Zukunft auf allen Timelines und auf der Earth 616 die Fünf Fressen Peter und Manu. Bis zum nächsten.